Ja, wir begrüßen euch zum nächsten Indians Inside. Heute, wie ihr seht, der Harzer neben mir von den echten Hannoveranern. Hallo Heiko, schön, dass ihr dir Zeit genommen hast, kurz vor unserem Spitzenspiel vor ausverkauftem Haus gegen Bremerhaven. Servus, schönen Dank. Ja, es geht heute um die echten Hannoveraner. Wer sind denn die echten Hannoveraner und was machen die eigentlich hier am Pferdeturm alles? Ja, die echten Hannoveraner ist ja das sogenannte Fanprojekt am Pferdeturm. Das heißt, wir sind in unterschiedlichen Bereichen tätig. Das heißt, wir sind primär dafür da, der Jugend zuzuarbeiten, was wir im Großen und Ganzen durch Mitgliederbeiträge machen. Wir sind für Choreografien zuständig. Wir sind so ein bisschen auch die große Gruppe, die mit Bomber zusammenarbeitet, wenn irgendwas anliegt an irgendwelchen Choreografien oder Veranstaltungen. Da sind wir dann immer eigentlich Ansprechpartner für. Ja, du hast es ja eben schon angesprochen, es werden natürlich auch mal Gelder überbleiben. Ja, was passiert mit den Überschüssen, die die echten Hannoveraner schaffen? Was passiert damit? Ja, also wir machen ja alles, was wir machen, ist generell ehrenamtlich. Das ist, steht bei uns ganz oben auf der Agenda, denn da bereichert sich keiner dran. Dieses Geld, was wir wirklich durch Mitgliedereinnahmen kriegen, durch das Pokspiel, was wir wieder aufgelebt haben, durch die ganzen Sachen wie Kalenderverkauf etc. Das sind halt die Sachen, die wir ganz gezielt in dem Jugendbereich und quasi in die Jugend stecken. Also das ist so, dass sich da keiner dran bereichert. Das ist auch nicht Sinn und Zweck des Fanprojekts. Ja, wo findet man euch denn im Stadion? Ich meine, wir sind ja heute bei euch im Fancontainer hier. Wo steht der? Wo findet man euch denn während des Spiels und nach dem Spiel? Vor dem Spiel seid ihr immer da als Ansprechpartner. Ja, ich könnte jetzt sagen, immer da, wo Bomber ist. Aber nein, wir sind natürlich hier im Container hinter der Osttribüne. Das ist unser Anlaufpunkt. Wir haben hier unser eigenes Fenster, wo wir dementsprechend unsere Mitglieder halt betreuen können, wo wir für unsere Mitglieder einfach da sein können, wenn Fragen sind oder auch das Puckspiel. Und das ist hinter der Osttribüne. Das ist mit diesem komischen Biergarten oben drauf. Ich denke, der eine oder andere wird schon mal gesehen haben. Ja, wie kann man denn Mitglied werden bei euch? Ich denke mal, das geht auch während der Heimspiele eigentlich sehr unproblematisch. Wie kann man Mitglied werden bei euch und was kostet das? Ja, also es gibt zwei Optionen. Mitglied werden kann man natürlich online über unsere Homepage www.echtehannoveraner.de oder natürlich hier einfach am Container vorbeikommen. Wir haben hier immer Mitgliedsanträge rumliegen, kurz ausfüllen und da gibt es zwei Varianten. Einmal das passive und das aktive Mitglied, wo es auch da Unterschiede gibt. Zum Beispiel hat man beim Aktiven den ganz großen Vorteil, dass man mich zum Beispiel abwählen könnte, weil man Stimmrecht hat. Viele nutzen es nicht, aber mal gucken, was so die nächsten Jahre kommt. Ja, sollte man auf jeden Fall nutzen. Ja, ansonsten, also nicht um ihn abzuwählen, sondern sein Stimmrecht immer wahrnehmen, um dann eben seine Meinung auch nach außen zu präsentieren. Das ist eigentlich, denke ich, immer ganz wichtig. Ja, ansonsten, ihr habt dieses Jahr das erste Mal einen Kalender rausgebracht. Vielleicht möchtest du dazu auch nochmal was sagen. Ja, unser sensationeller Kalender. Wir haben den wirklich mit Moppy zusammen gemacht und haben uns darauf berufen, keine Spielszenen zu nehmen, sondern das, was den Pferdeturm eigentlich ausmacht. Das sind hier die Fans, ganz klar. Oder halt auch, wie im nächsten Bild, unsere Legenden hier, der Stolli. Oder halt auch das, was den Pferdeturm ausmacht. Der Pferdeturm, Nordtribüne. Ich denke, das sind wirklich tolle Impressionen, die wir da weitergegeben haben. Und dementsprechend kann man sich den auch noch im nächsten Jahr hinhängen. Und auch da ist es wieder, der komplette Reinerlös kommt der Jugend zugute. Und das ist natürlich umso erfreulicher. Preislich nicht dabei? Ja, es gibt da auch wieder zwei Unterschiede. Normal 15 Euro und Mitglieder, die haben ja diesen Bonus dann der echten Hannoveraner. Da liegt er dann bei 13 Euro. Ich denke, eine gut investierte Nummer. Ja, ansonsten gibt es ja im Moment noch eine Aktion, die ins Leben gerufen wurde durch eine Mail, die wir bekommen haben, und zwar diese echten Puppen, die wir gerade herstellen. Da links von dir stehen sie ja gerade. Die wir ja seit eigentlich Anfang Dezember hier im Programm haben. Und ja, da begrüßen wir die Frau Baraniak hier, die diese Puppen eben herstellt, in Zusammenarbeit mit ein paar älteren Damen. Vielleicht erzählen Sie mal ein bisschen was über sich und Ihr Projekt und diese Puppen, wie die entstanden sind. Ja, also wir sind eine Strickgruppe. Wir stricken mit Senioren aus dem Seniorenhalt für den guten Zweck und haben eigentlich angefangen, so Puppen zu machen, weil die Damen irgendwas stricken wollten, was einfach ist, was klein ist, was sie auch schnell stricken können. Also an so einer Puppe sitzen immer so 5, 6 verschiedene Damen, die Einzelteile halt stricken. Manche stricken vielleicht nur die Nase oder jeder, je nachdem, was sie eben können.
ja, und uns gibt es jetzt offiziell seit einem Jahr. Wir haben uns letztes Jahr im November gegründet. Ja, und wie gesagt, stricken halt wirklich für den guten Zweck, stricken ganz viele Clowns für die Klinik-Clowns und geben das dann weiter. Ja, genau. Das heißt, man kann auch sagen, wir können die sehr günstig einkaufen und der Rest, der dann überbleibt, die kosten 5 Euro hier, die Puppen. Und der Rest, der überbleibt, der geht dann an die Jugend. Also man tut hier mehrfach Gutes. Zum einen haben die Herrschaften was zu tun, die darüber sehr glücklich sind. Und ja, zum anderen wird die Jugend unterstützt. Und wir haben auch genug zu tun. Es ist ein absoluter Renner, diese Puppen. Ja, wir haben hier noch eine Warteliste hängen, denn ohne Wartelisten geht schon gar nicht mehr. Und es wird nachgefragt und es ist unfassbar, ohne dafür groß Werbung gemacht zu haben, wie diese Puppen eigentlich hier schon einen richtigen Kultstatus haben. Das haben sie sehr gut hingekriegt. Ja, ja, ansonsten, wir haben da ja noch so einen Hinweis, oder Sie haben mir noch einen Hinweis gegeben, Sie suchen noch eine Feuerwehr vielleicht, die noch ein paar Socken gebrauchen kann. Das wollen wir natürlich gerne ansprechen. Wir haben einen Förderpreis gewonnen, weil wir gesagt haben, wir würden Socken für die Freiwillige Feuerwehr stricken, eben auch gegen einen kleinen Obolus, dass wir eben für die Damen halt Kaffee und Kuchen wieder kaufen können. Ja, und da suchen wir eben eine Freiwillige Feuerwehr und würden uns sehr freuen, wenn wir da jemanden finden. Ja, Sie haben ja auch eine offizielle Internetseite. Ja. Wie kann man Sie da erreichen? Vielleicht das sagen Sie das ist www.seniorenstricken mit Herz, ohne Bindestrich, ohne irgendwas. Also www.seniorenstricken mit Herz.de. Ja, ansonsten, ja, schönen Dank, dass Sie extra hergekommen sind. Schönen Dank, Heiko. Und dann wollen wir mal sehen, dass wir heute den 5. Sieg einfahren am ausverkauften Haus gegen Bremerhaven. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder beim nächsten Indians Inside. Bis dann. Ciao.